Gehst du jetzt ernsthaft auf die... Ey! Ich brauch dich hier. Komm her. Na komm her. Okay, der ging daneben. Okay, das war ganz offiziell knapp. Servus zusammen, grüß euch, habe die Ehre, eine weitere Folge Medieval Dynasty mit unserem Lafti. Ich habe gerade die ganzen Fleischbrocken, die wir in der letzten Folge gejagt haben, soweit schon mal fertig gebraten. Gut, was soll ich sagen? Es ist halt jetzt immer noch nicht wirklich Nacht. Einen kleinen Snack zwischenrein habe ich auch genommen, denn unser kleiner Lafti war ziemlich hungrig. Jetzt gehen wir schnell nochmal was trinken. Nicht da. So, hier haben wir freies Wasser. Wölfe! Okay. Wir haben nur einen Steinpfeil. Nee. Das wird nichts. Da will ich ein paar mehr haben. Da braucht man auf jeden Fall ein paar Stöcke. Und bei unserem Können brauchen wir da ein paar mehr. Weil sonst treffen wir da nichts. Das ist sonst, naja, etwas kontraproduktiv. Das Fleisch packen wir jetzt auf jeden Fall hier schon mal rein. Dann gehen wir vor in die Kante noch einmal. Bären, boah, das wird, glaube ich, nicht so einfach, den zu finden, weil die sind, glaube ich, vor allem in Höhlen. Ich wüsste zwar, wo wir eine Höhle hier in der Gegend haben, aber wir legen uns mit den Wölfen an. Sag mir jetzt bitte, dass wir hier noch Federn haben. Jawohl. Dann nehmen wir einfach mal ein paar mit. Und dann machen wir nämlich ein paar Steinpfeile. Hilft nämlich alles nichts. So. Mei, ist das hier dunkel? Steinpfeil. Okay, uns fehlt noch ein Holz. Ein Stein. So. Stein, wo bist du? Ja, da ist einer. Ich wollte gerade schon sagen, wo versteckt ihr euch? So, dann können wir nämlich... Das Ding machen wir jetzt mal lieber aus, sonst fackeln wir noch den ganzen Wald an. Okay, 10 Steinpfeile stellen wir damit her. Das heißt eigentlich, wir könnten... Nee, wir haben nicht genug Federn rausgenommen. Ja gut, 10 Pfeile, also... So schlecht werden wir jetzt dann nur auch nicht schießen. Ich hoffe, dass wir nicht so schlecht schießen. So, wir machen uns jetzt dann auf und davor... Ey, Leute... Wir hatten hier das Licht ausgemacht. Hier ist ja stockenduster. Wie sollen wir die denn... Oje. Oha. Also jetzt... Mal ohne Scherz. Absoluter Real Talk. Nicht, dass wir jetzt dann... Weil wir haben nicht mehr genug Leben. Nicht, dass wir jetzt hier in der Folge ins Gras beißen. Können wir damit schlagen? Nee. Ja, doch, würde schon gehen. Oh, oh. Nee, du. Das... Oh, oh.
Da kommt gleich ein bisschen a Spannung auf. Okay. Gut, wir haben hier irgendwo einen Wolf. Drei müssen wir killen. Wölflein, wo bist du? Hey Wolfi! Na komm her! Schicken wir natürlich den Neuen einfach mal mitten in der Nacht zum Wölfe jagen. Wer hat noch mal gesagt, dass es eine gute Idee ist? Ja, wir haben ja zwei vorhin schon mehr oder weniger erledigt. Und er hat, also wir haben gerade das Wolfsjaulen gehört. Irgendwo hier müsste doch noch einer sein, mindestens. Aber ich finde. Okay, also vom Headset aus in die Richtung. Okay, das sind mehrere. Aber wo? Wo ist er denn? Wo denn? Da vorne, oder? Okay, da, ja, da vorne ist er. Da ist einer. Gehst du jetzt ernsthaft auf die... Ey! Ich brauch dich hier. Komm her. Na komm her. Okay, der ging daneben. Okay, das war ganz offiziell knapp. Oha. Okay. Machen wir mal das Licht aus. Das war gut getroffen. So. Irgendwo da hinten, da liegt er noch. Das war der, was richtig böse daneben ging. Okay. Haben wir hier noch welche? Das klang nach mehreren eigentlich. Das klang nach mehreren. Also so vom Jaulen und Knurren sollten das eigentlich mehr sein. Können wir eigentlich die Nacht durchmachen oder werden wir zum Schlafen gezwungen? Oh, was haben wir hier? Oh, einmal Met. Met nehmen wir mit. Ja, Fackel können wir gebrauchen, wenn wir in der Dunkelheit jagen gehen. Na, ich hab's aber mit den falschen Tasten. Aber so richtig. Ja, den sammeln wir auch mal ein. Ist da nicht mehr? Okay. Boah, dann halt nicht. So. Esch, nein, Schätzelein, nein, bleib weg. Von dir will ich nichts. Du stehst nicht auf der Agenda. Okay. Wo sind die nächsten Wölfe? Weiß nicht, habe ich gerade. Ja. Da sind irgendwo Wölfe.
Wuch. Ja? Von euch will ich nichts, keine Sorge, ihr müsst euch keine Gedanken machen. So. Wo finden wir den letzten Wolf? Einen brauchen wir noch. Oh, schock mich nicht so. Oh. Okay. Wolfi, wo bist du? Wo ist der Wolf? Sollt man vielleicht mal das Rotkäppchen fragen? Irgendwo habe ich ihn. Komm her, wo bist du? Dass man halt nichts sieht, das ist halt so das Problem. Und wir müssen ihn definitiv als erstes sehen, sonst haben wir ein Problem. Wo ist er? Also es ist irgendwo hier ist auf jeden Fall noch einer. Wir haben ihn gerade gehört. Wo zum Teufel sind wir überhaupt? Wir sind jetzt hier. Ich denke, hier müsste noch mal einer sein, normalerweise. Da. Gehen wir mal gucken. Na? Nee, schaut schlecht aus. Ha! Vor allem, wir müssen aufpassen, weil wir haben auch nicht so viel Leben. Das kann recht böse sonst ausgehen. Und das wollen wir vermeiden. So, wo ist er? Oder wo sind sie? Ich hoffe, dass es nur einer ist. Wir haben den doch gerade jaulen gehört. Wo ist er? Komm. Jetzt geht die Sonne bald schon wieder auf. Okay, da ist er irgendwo. Wo? Ich sehe nicht. Wo ist er? Da ist er. Komm her. Sag er mal. Huch. Jawohl. So. Da war aber noch einer. Definitiv, ich habe den ganz klar da unten auch irgendwo noch einen anderen gehört. Okay, wir brauchen erstmal wieder ein Messer. Ey, ich hoffe, der kommt jetzt nicht auch noch. Das können wir nämlich nicht gebrauchen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das der Ingame-Sound an sich war. So, Pfeil. Okay, da ist noch mal einer. Mist, ich will doch nur meine Pfeile. Ich will nur meine Pfeile. Bleib weg. Mist, ja, da ist er. Huch. Ei, der Schwede, hey.
Okay. Sind wir halt jetzt doch ein bisschen besser davongekommen und haben dann jetzt sogar noch einen mehr. Und ich hoffe, wir können jetzt hier in Sicherheit unsere Pfeile holen, die wir, weil wir natürlich voll daneben geschossen haben. Oder halt, ja, ich würde euch da jetzt nicht mit einbeziehen, sondern ich habe voll daneben geschossen. Ja, noch einsammeln muss. Es wird wieder hell. Wir gehen nach Hause und legen uns aber kurz hin. Geht's weg? Ich will nichts von euch. Oh nein, irgendwas rennt uns hinterher. Glaube ich. Egal. Lauf. Lauf, lauf, da kommt was. Au! Au! Hör auf mit dem Mist! Aua! Hör auf! Sag mal! I feel famished. Ja, alles im Arsch und ich hab Hunger. Ich glaub, es geht los. Oha! Ja gut, schlafen legen brauchen wir uns jetzt, denke ich, nicht. Der neue Tag ist an sich schon angebrochen. Wir haben jetzt einfach mal durchgemacht. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt was zu essen. Ja, komm, 6 gebratenes Fleisch sollte doch wohl reichen. So, oh, wir haben neue Fertigkeiten. Ja, genau, da war was. Okay. Wir sind wieder satt. Wir haben noch 20,5 Leben. Und zwar hier. Das hatte ich vorhin, glaube ich, durchs Kochen bekommen. Was haben wir hier? Kochexperte. 10% schnelleres Herstellen in der Küche. Kochwissen. Handwerkskönnen. Würde ich sogar fast das mitskillen. Moment mal. Und zwar die Technologie. Wo haben wir das Kochen mit drin? Ich glaube hier. Nee, haben wir nicht. Dann haben wir es hier, oder? Oder? Wildschwein, Feldteppich. Okay. Nee, dann haben wir es hier. Hoffe ich. Küche, ja, genau. Butterfass. Kohlsuppe. Was war das? Fleisch und Kohl und Holzschale. Okay. Eintopf, Karottenfleisch. Okay. Fleisch mit Soße. Oder können wir aber, denke ich, gut dann kochen, wenn es soweit ist. Können wir uns das jetzt. Moment. Kohlsuppe. Okay, wir haben nicht genug Münzen. War ja wieder mal klar. War ja mal wieder so klar. Ich weiß nicht. Komm. Was passiert jetzt, wenn wir uns schlafen legen? Wir müssen uns ein bisschen regenerieren. Das hilft nichts. Bis zum nächsten Tag. Es ist noch nicht Tag. Wir sind genau in der Mitte vom Herbst. Mal gucken, was passiert. Ja, es ist doch ein Stückchen noch mal weitergegangen. Aber es war notwendig, weil unser Leben war ziemlich am Ende. So, wir trinken was und machen uns jetzt dann wieder schnell runter und sprechen mit unserem Jäger Hannes, der zu uns gesagt hat: Komm, geh mal mitten in der Nacht jagen. Ey, ohne Witz, das hätte richtig, richtig dumm ausgehen können. Junge, nein. Aus, pfui, sitz, mach Platz, lass mich in Ruhe. Bleib weg. Alter, geh
Murmeln spielen, geh irgendwas, aber zieh Leine, ich will nix. Ich hab genug Fleisch in den Taschen. Ohne Witz, du gehst mir jetzt auf die Nerven. Nein. Jetzt ist der Spaß vorbei. Au! Komm her. Na, jetzt aber. Okay. Okay, komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ja, genau. Jetzt hat aber, ha? Das hast du. Das hätte nicht sein müssen. Ohne Witz. Nein. Das hätt's jetzt nicht gebraucht. So. Na, komm. Steinpfeil. Wo sind unsere anderen Pfeile? Da vorne ist einer. Ist er? Da ist er. So, da unten haben wir auch einen verschossen. Alter! Halt echt schlecht geschossen. So, den nehmen wir. Haben wir sonst noch irgendwo hier welche verschossen? Nö. Ja, siehst du, da streckst du alle Viere von dir. Hätte nicht, du hättest nicht so aggressiv sein müssen. Ich bin dir sogar extra aus dem Weg gegangen. Oha. Okay, wir sind mega überladen. Oha, und zwar richtig. Ja, hör mir auf. Okay. Boah. Nee, komm, das hat so keinen Sinn. So laufen wir da nicht runter. Das, nee. Nicht wundern. Aktuell habe ich so ein bisschen leichtes Halskratzen, leicht erkältet. Aber ist bei den aktuellen Wetterverhältnissen mit warm, kalt, ja kein Wunder. So. Aber das hält uns ja natürlich nicht davon ab, eine ordentliche Folge hier hinzulegen. Das Fleisch lagern wir ein. Das hat keinen Sinn, dass wir mit so viel Fleisch in der Tasche rumlaufen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht so weit da hochkomme, weil sonst habe ich noch die Wildschweine bei mir. Dann habe ich gleich noch mehr. Die Quest gebt mal, aber ja, komm, die Quest, die gebt mal noch schnell ab. Ich will nur schnell das Fleisch einlagern. Das geht, da laufe ich jetzt auch nicht vor ins Nahrungsmittellager, weil das ist nochmal ein Stückchen weiter. Das lagern wir jetzt einfach mal bei uns in die Bude rein. Es muss ja sowieso noch gekocht werden. Das ist ja das Nächste. Aber ich glaube, der Winter, der kann kommen. So. Ach so, da haben wir ja auch noch Samen mit eingelagert. Jo, da können wir die anderen auch alle mit einlagern. Dann sind die gut aufgehoben. Ei, wie viel Fleisch wir da haben. So, und jetzt können wir nämlich auch... Ei. Na, das nenne ich jetzt mal Flitzen. Da vorne ist nochmal ein Wiesent, den will ich... Jung, ich hab's deinem Artgenossen gerade schon gesagt. Lass mich in Ruhe. Dann passiert ja auch nichts. Also meine Vorräte, Fleisch, das reicht erst einmal. Da müssen wir jetzt so lange erst einmal nicht mehr jagen. Ich habe jetzt auch gar nicht großmächtig vor, noch viel jagen zu gehen. Einfach aus dem Grund, es macht eigentlich keinen Sinn. Klar, kohletechnisch können wir vielleicht das eine oder andere dann noch verkaufen. Ja. Schauen wir mal, wie es rausgeht. Vor allem müssen wir auch Steuern zahlen. Das heißt, wenn das Jahr rum ist, müssen wir, glaube ich, pro Gebäude, das richtet sich nach dem Gebäude oder Gebäudewert irgendwie, werden wir dann auf jeden Fall sehen, müssen wir ein Unigost Tribut zahlen. Beziehungsweise unserem König und der Unigost ist Kastellan, irgendwas, der hat auf jeden Fall hier das Sagen und der treibt die Kohle ein. Und
Wenn Winter auf Frühling umswitcht, müssen wir da einmal unsere Steuern zahlen. Sollten wir nicht genug Kohle auf der Tasche haben, machen wir das ganz einfach. Verkaufen wir ein bisschen was von dem Fleisch. So, komm, Hackengas. Wir flitzen auf jeden Fall jetzt noch runter, geben die eine Quest ab. Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Also wir haben auf jeden Fall, erledige ein paar Aufträge für deine Nachbarn. Das haben wir dann schon 2 von 3. Ich bin am... Moment mal. Zuneigung einer Frau. Das heißt, wir brauchen die Zuneigung. Hallo Dachse. Keine Sorge, ich tue euch nichts. Wir brauchen die Zuneigung von einer Frau. Das heißt, wir brauchen ja nur die Zuneigung. Das heißt ja nicht, dass wir die heiraten müssen oder sonst was. Da würde sich jetzt... Was ist denn bei euch los? Der Fuchs und der Dachs zusammen am Laufen... Das hat so ein paar Vibes aus Richtung, als die Tiere den Wald verließen. Na, wer kennt's noch? Also wir könnten ein bisschen mit die Damenwelt in Kontakt treten, könnten da ein bisschen flirten. Dann schauen wir auch mal in der Umgebung. Wir gucken einfach mal die einzelnen Ortschaften, die klappern wir jetzt dann mal so nach und nach ab. Und schauen mal, ob da jemand dabei ist, wo man sagen würde... Ja, gut. Die könnte man zum Beispiel ein bisschen näher kennenlernen. Ich meine, wir sind hier im Mittelalter. Da ist pragmatisch, wenn die gut was kann, dann ist es schon mal ein Vorteil für unsere Gemeinschaft hier. Mädels, ich komme nicht mehr in der Folge rum, aber in der nächsten. Da gucke ich mal vorbei. So, da ist der Unigost. Servus. What can I do for you? Also. Be safe. Ja, genau. So, der war das ja nicht. Der war das. Servus. So, die Tiere sind erledigt. War ein bisschen heikel, hab nicht genug Leben gehabt, aber sind aufgeräumt, sagen wir mal so. Okay. Ja, die nächtliche Jagd ist abgeschlossen. Sehr schön. Und wir machen jetzt hier auf jeden Fall einen Cut. In der nächsten Folge geht es genau hier weiter und dann schauen wir mal ein bisschen hier noch rum. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, gerne ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder bei einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus.